Tages, Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2. Heute geht's weiter auf unserer Quest, hier die letzten Orte hier in Jakendar abzufrühstücken. Und ich glaube, außer dass wir bei Raven waren, zumindest so von den aktuell accessible Orten, ist das hier, glaube ich, der letzte. Und zwar der Dude hier und dort hinten diese Stelle, wo wir hin müssen. Dort hinten. Da drüben. Ich frage mich mal einfach so aus Jux. Wie krass haut der drauf? Hey, das geht ja eigentlich einigermaßen. Ja, gut, ein bisschen. Bisschen Auer macht schon. Holy shit, wir haben den Troll einfach gefickt. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Ich dachte, wir sterben jetzt fünfmal und dann sage ich halt, ja, okay, geh mal erstmal darüber, kommen wir später wieder. Aber nee. Hä, warum liegt denn rostiges Schwert? Ich will den Troll looten. Da. Trollfell und Trollhauer. Okay, krass. Das heißt, hier in Corinnes werden wir auch die Trolle inzwischen hinkriegen. Das heißt, wir können die eine Quest, schwarzes Fell, vielleicht endlich hinkriegen, des schwarzen Trolls. Snapperkrallen, besonders mächtiger Snapper. Ja, das wird langsam vielleicht wirklich alles gehen. Hier sind ein paar Tränke, Lederbeutel. Ist hier nicht noch Shit? Was ist denn das? Achso, das sind einfach... Ein Skelett, ein Toter. Okay. Ich dachte jetzt, das würde ein bisschen schwieriger sein, aber gut. Ich nehme es ganz einfach mal. Einmal den, einmal den. Einmal speichern. Also ganz ehrlich, das ging wirklich deutlich einfacher, als ich dachte. So, jetzt muss ich hier nur einigermaßen vernünftig dort rüberkommen. Gehen wir mal kein Risiko ein und gehen lieber den 1-2 Meter längeren Weg. Weil der ist halt literally nur hier um den Felsen herum. Und dann müssen wir, das wird vielleicht eher die schwierige Option sein. Ich dachte, der Troll wird das Schwierige sein. Schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht nicht auch ultra easy wird. Schauen, dass wir dort rüberkommen. Und zwar... Genau, hier habe ich versucht zu springen. Das habe ich ja schon ein paar Mal versucht, hier lang zu springen. Das hat bis jetzt noch nie funktioniert. Tryen wir es trotzdem nochmal. Nope. Okay. Gut. Die Sache ist, ist von hier drüben vielleicht besser, aber hier ist die Distanz einfach viel kleiner. Ah, Moment. Und geht's von hier? Oh! Oh, ich glaube... Okay, einmal versuche ich es noch mit einem noch besseren Winkel. Eventuell geht's ja wirklich so. Und zwar, ich glaube, ich muss genau dahin. Genau so hin. Wenn das gehen würde. Come on. Was? Ich bin einfach verreckt. War das zu viel Falldamage? Weil ich bin, glaube ich, dort rausgekommen. Moment, lass mich mal kurz voll heilen. Und dann nochmal probieren. Ja, komm. Wir heilen ein bisschen. Und probieren genau dasselbe nochmal. Die Stelle... Hat offenbar gut gepasst. Nein, ich verrecke einfach am Damage. Ich habe zu viel Wall-Damage dadurch. Okay, das ist... Snapperkraut, okay. Ich habe einfach zu viel Fall-Damage. Das heißt, ich muss irgendwie anders da... Was zur Hölle? Was war jetzt? What the hell?
Ich habe einfach ein... Ich bin einfach an... Ich war plötzlich ein Vogel. Was zur Hölle war das? Kann es sein, dass das Spiel gesagt hat, okay, er hat zu oft versucht zu fliegen. Ich fick ihn jetzt. Muss irgendwie dort so rüber. Ist die Frage halt natürlich, wie? Lass mich nochmal voll heilen. Wirklich schauen wir, dass wir so ziemlich ganz voll sind, wie irgendwie möglich. Okay, jetzt speichern wir nochmal. Und jetzt schauen wir. Es gibt doch vielleicht irgendeine Möglichkeit, hier mich in irgendwas zu verwandeln. Verwandeln. Oh, nee, und heute vernichten, bla 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 bla. Ja, nee, 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 nee. Skelett erschaffen, Golem erschaffen. Nicht verwandeln. Verwandlung in einen Feuerwaran. Ich glaube nicht, dass der gut springen kann. Gibt's irgendwas, wo man tendenziell gut springen kann? Schattenläufer können tendenziell doch gut springen, oder? Oder ein Wolf. Ja, Windhose ist nicht Verwandlung in eine Windhose. Aber das soll ich nicht, das dann nicht trotzdem eher von oben probieren? Ich glaube, es wäre geschickter, es von oben zu probieren. Weil von hier unten, ich meine, so wahnsinnig hoch werde ich doch safe nicht springen können. Egal als was. Vielleicht als Golem. Ah, mein, nee. Golems sind nicht hier das, was wir vorher gemacht haben. Das sind Trolle. Golems sind diese schwerfälligen Eis-, Stein- und Feuertypen. Ja, als die werde ich wahrscheinlich nicht weit und viel springen können. Okay, schauen wir mal. Probieren wir uns mal in einen Wolf zu verwandeln. Schauen, was passiert. Okay, jetzt, geil, jetzt bin ich ein Wolf. Ich verrecke einfach instant. Und kann ich damit weit oder hoch springen? Geil! Ich liebe es ja, wenn das Spiel einfach so crasht ohne irgendwas. Die Sache ist, sollte ich da drüben zu der Brücke, weil die ist dann halt doch noch 2 Meter höher. Oder ich versuche von hier, hier ist noch ein bisschen tiefer, darüber zu der Brücke. Try mal das, nein, try mal das noch einmal. Und zwar auch wieder als Wolf. Hoffentlich crasht das Spiel jetzt nicht jedes Mal, wenn ich als ein Vieh sterbe. Oder ein Lör. Tendenziell sollten halt größere Viecher weiter springen können, oder? Ich probiere es mal als Lurker. Bisschen zurück, nicht dass ich irgendwie... Weil Lurker sind groß, nicht dass ich plötzlich rüberfall. Kann ich... Oh, holy shit, wir machen ja einen richtig krassen Sprung. Oh. Yes, ich lebe! Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin drüben und lebe. Instant speichern. Instant speichern. Ja, nein. Ich lebe zwar kaum, aber ich lebe. Scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Verwandlung mehr in ein Ding. Warum habe ich jetzt so komisches Blau in mir? Egal. Magischer Pfeil, magischer Bogen oder was? Geil, hier ist magischer Shit. Brauche ich zwar nicht, aber geil ist trotzdem. Geil, magischer Bogen. Wie krass ist der? Ist der viel geiler als der Feuerbogen oder sind Magier gefickt? Mehr als sie eh schon sind. Magischer Bogen. 100 Schaden bei 50 Geschicklichkeit. Oh, das ist aber echt gut im Vergleich zu vielen anderen Bögen. Das ist doppelt so gut wie der Feuerbogen. Gibt aber... Ah doch, gibt doppelt so... Ne, gibt genauso viel wie der Feuerbogen. Interesting. Ah! Alter, ich wäre jetzt fast verreckt, weil ich mich nicht geheilt habe. Holy shit. Alter, Herzinfarkt. Puh, da ist plötzlich einfach so ein Steinwächter. Ohne, dass ich damit rechne. Heilkraut, eine Truhe...
Ein Teufel des Zweihandkampfes nehme ich mit. Ist jetzt nicht so ganz das, was ich brauche. Oh, viele magische Pfeile. Okay. Ich weiß übrigens nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Das ist ein Problem für zukünftige sich. Und zwar literally, dass ich in 3 Minuten oder was wahrscheinlich, falls es hier nicht viel mehr gibt als ein bisschen Loot. Okay. Ah, wobei hier drüben... Ah, nee, da komme ich nicht rüber. Ich glaube, das habe ich von der anderen Seite auch schon mal probiert. Aber das ist zu weit. Okay, was ist hier noch? Bisschen Snapperkraut. Okay, nehmen wir mit. Alter, noch mehr Snapperkraut. Was ist das? Schwarzes Erz. Das hatten wir auch schon mal. Ich schaue das jetzt nicht nach, aber das war, glaube ich, einfach irgendwas, was ein bisschen wertvoller ist. Einfach irgendein Shit. Feuernessel. Mir geht es ein bisschen am Sack, dass ich gerade so diese blaue Aura hinter mir herziehe. Kannst du damit aufhören, bitte? Kannst du damit bitte aufhören? Ich lade einmal kurz, weil das geht mir ein bisschen am Sack. Okay, Gott sei Dank. Gut. Ein paar Weidenbeeren. Welch Wunder. Wir haben, glaube ich, 10 Millionen Weidenbeeren im Laufe von unserer Erkundung von Jaken da gefunden. Hier ist noch ein Steinwächter. Hallo. Wie habe ich den vorher nicht getriggert? Als ich literally da drüben war. Keine Ahnung. So. Rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Fuck. Rechts, rechts, links. Und jetzt immer nur rechts. Fuck, okay. Rechts, rechts, links. Rechts, 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 links. Rechts. Fakt ist. Rechts, rechts, links. Rechts, 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 links, links. Okay, Gott sei Dank. Steintafel der Magie. 3 Rubinklinge. 100 Talent Bonus 7. Das ist einfach nur ein bisschen geiler als unser aktuelles Schwert. Hey, nehme ich. Ich meine, wir werden es vielleicht nicht allzu lange haben, wenn wir mal unser Erzschwert weihen. Aber hey, das ist einfach literally... 193 Einhandbonus. Oh, Rapier. Ich weiß gar nicht, wo wir den aufgenommen haben. Aber der hat literally 100 Schaden bei nur 50 Geschicklichkeit. Ist übrigens auch die einzige Geschicklichkeitswaffe, die wir finden, außer halt einem Bogen, oder? Hm. Aber ja, 197. Ja, tschüss. Jetzt haben wir eine bessere Waffe einfach. Geil. Gut. Na dann, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ah ja, hier diesen ganz offensichtlichen Schatz, den ich fast übersehen hätte. So, hier ist irgendwas Geiles drin, oder? Hier hinzukommen war ungut, deswegen... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein leichter Fisch, interesting. Eine alte Steintafel ist aber eine normale Tafel und ein Trank. Okay, in einem leichten Fisch ist jetzt hoffentlich was Geiles drin. Jetzt muss ich den natürlich nur finden erstmal. Das kann auch immer ein bisschen problematisch sein. Fische, Fische, Fische. Wo ist der fucking Fisch? Da ist Bloodwinds Kopf, aber der interessiert mich gerade nicht. Fisch, Fisch, Sextant, Runstein. Nee. Krauttabak, nee. Lederbeutel. Nehmen wir mal die zwei auseinander. Und da hinten ist dann der leichte Fisch, gell? 3 Dietriche. Ja, nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Gut, war es das jetzt wirklich hier schon? Das ist ein bisschen... Bisschen wenig gefühlt. Ja, okay, da ist noch ein Trank, aber... Ist nach wie vor ein bisschen wenig. Aber ich glaube wirklich, weil wo sollte hier noch was sein? Das ist literally nicht mal groß. Sah von der anderen Seite irgendwie vielversprechender aus. Tja, okay, jetzt muss ich halt da irgendwie wieder rüber. Die Frage ist, kriege ich das hin, ohne irgendwie mich zu verwandeln? Wäre geil.
Not even close. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt auch in einen Lurker verwandeln muss, um in die andere Richtung zu kommen, bin ich gefickt. Weil ich komme hier sonst von hier nicht weg. Na, da drüben könnte es gehen. Oder ich verwandle mich. Schauen wir mal in was. Aber das könnte hier theoretisch funktionieren. Das ist gar nicht mal... Ah, oder? Oh! Nein! Nein! Ich hatte es fast! Ich hatte es fast! Das war gerade ausgesprochen weird. Aber gut, probieren wir es nochmal. Es ist immer interessant, was man in gerade so ein bisschen älteren Spielen für so weirden Shit dann antrifft. Okay, jetzt kommen wir not even close dorthin. Wolltest du mich verarschen? Dafür haben wir die... Okay, ich kann laden. Bitte sag, ich stürze jetzt safe ab, oder? Nee, okay. Gut, können wir uns in irgendwas verwandeln, was es einfacher macht, darüber zu kommen. Lurker geht ja offensichtlich nicht mehr. Davon hatten wir noch nur einen. Ich könnte mich in einen Schattenläufer verwandeln oder einen Snap. Also Wölfe und Wargs sollten doch eigentlich relativ krass springen können, oder? Oder kann der krass springen? Ja, nicht so wirklich, aber gut. Yes! Okay. Goel, wir sind drüben wieder. Spiel speichern. Einmal laden, damit wir nicht mehr so ganz komisch rumwabern. Habe ich jetzt irrtümlich den magischen Bogen ausgerüstet? Warum habe ich den magischen Boden ausge... Boden? Genau, Bogen ausgerüstet. Ich will meine Armbrust. Haben wir nicht noch eine schwere Armbrust irgendwo gehabt? Egal. So! Na dann würde ich sagen, kleines Abenteuer hier auch vorbei. Und dann würde ich sagen, geht's Richtung Raven, oder? Wir hatten sonst nicht so wie den Troll da oben noch irgendwo anders einen Gegner, wo ich gesagt habe, da kommen wir später wieder. Wir haben auch die Feuerwarane bereits gemacht. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ein Gegner war. Hier jetzt. In Corinnes gibt es noch ein paar. Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, keine Gegner, wo ich gesagt habe, die machen wir dann irgendwann später. Jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, was ich gerade gesagt habe, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall im letzten Drittel des Spieles sind. Zumindest was unsere Levelung angeht, unser Zuwachs an Stärke. Weil Orks sind nicht mehr ein großes Problem. Ich meine, ja, im Minental haben wir noch einige Orks, die wir platt machen müssen. Aber die sind, wie gesagt, solange jetzt nicht zwei oder drei gleichzeitig kommen, nicht so das Riesenproblem, wenn wir genug Heiltränke haben. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch noch ein geileres Schwert haben, wenn wir das Erzklingenschwert weihen, was wir als Paladin können. Ich weiß gar nicht, ob man das als andere Fraktion auch könnte, wenn man nicht Paladin ist, sondern halt bei den Banditen angefangen hat. Als Star-Oberbabbo. Haben wir eigentlich jemals hier diesen Weg komplett in die andere, also nochmal gegangen? Sind wir den jemals nochmal gegangen? Oder sind wir einfach dir... Ja doch, ich glaube, wir sind den einmal gegangen, oder? Oder? Also bis zur Abzweigung Richtung Süden safe. Aber hier dieses kleine Stückchen mit dem... dem hier nicht. Andererseits, was sollte hier groß sein, außer so ein paar Dunkelpilze, wie gesagt. Ja, und da sind wir dann hochgegangen. Da waren wir schon. Oder? Das ist schon hier. Ja, okay. Na dann gibt es hier nichts Interessantes mehr. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr gewesen. Aber als wir damals halt hier mit Alligator Jack hier lang gelaufen sind, da war hier halt noch alles ganz neu und ich war noch ein bisschen verwirrt von dem Layout von der Welt hier.
Ich muss sagen, gefühlt hier dieses Setting hier mit Jacken da erinnert mich lustigerweise auf positive Art ein bisschen an die Settings so von Risen 2 und 3. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber tut's ein bisschen. So, ich würde sagen, es ist... Ah, dammit. Es ist schon Nachmittag, das heißt, wir könnten theoretisch schlafen. Haben wir noch irgendeine andere Quest hier? Er kann sich an nichts erinnern, der liebe Herr Fortuno. Vielleicht müssen wir dafür erst Raven's Quest beenden oder so. Schauen wir mal, hat Saturas noch irgendwas zu sagen? Wegen Raven hast du etwas Neues bisher noch nicht. Ich rate dir... Ich sollte vielleicht... erstmal schlafen, weil ich nicht noch mehr Heiltränke verschwenden will. Und B... Ja, komm, bis zum nächsten Morgen. Einmal haben wir uns ja richtig so um 12, 13 oder eher 16 Stunden Schlaf verdient. Wenn wir von 13 Uhr bis um 8 Uhr am nächsten Morgen schlafen, sind das... Mathe. Fuck. Dann ist das auf jeden Fall ordentlich lange. Du bist besser nicht hierher gekommen. Oh! Das war's für dich. Ich dachte mir gerade, warum... Nein, ich habe nicht gespeichert, oder? Nein, ich habe den ganzen Weg nicht gespeichert. Ich dachte mir gerade schon so, was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendeine Quest weitergemacht? Wissen die, dass ich mit dem Piraten unter einer Decke stecke? Ich habe einfach die Paladin-Rüstung weiter angehabt. Mein Gott, bin ich dumm. Ja, okay. Gut. Na gut, bevor ich jetzt aber schlafen gehe und hin und her, ich rüste die Paladin-Rüstung weg. Und gib wieder die Banditenrüstung, die Schwere. Wo ist sie? Schwere Banditenrüstung. Und werde schauen, dass wir vorher mal mit Fortuno nochmal reden und den Dudes, weil vielleicht haben die ja irgendeine Ahnung. Und dann gehe ich dort halt pennen, weil Saturas hat nichts mehr. Wir haben das geschaut. Entsprechend. Tja. Ist auch geil. Zuerst schlafen wir 16 Stunden und dann gehen wir so durch den Teleporter und werden instant gekillt. Tja. Wäre es mal besser im Schlaf getötet gewesen. Also im Sinne, wären wir mal lieber im Schlaf gestorben. Wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen. So da, na dann. Von euch Dudes hat sonst keiner mehr was, oder? Hey. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Erzähl mir nochmal, wo sich jedes... Sie sind... Okay. Gut, nee, ich glaube... Jetzt werde ich auch nicht direkt gefickt. So, Torus nix mehr, Gardist. Ja gut, das ist einfach random Gardist. Bist du irgendwas Specialiges oder bist du auch random Gardist? Random Gardist, nice. Gut, schauen wir zu Fortuno runter. Und wenn der nicht irgendwie nochmal was sagt, was es dahingehend weiterhilft, gehen wir pennen. Und dann Richtung Raven. Keine Ahnung, ich hab Lust. Wie gesagt, hier den Dude, der schlaft, den würde ich dann, wenn dann, aufwecken. Bisschen später. Na gut, also... Ich habe Sumpfkraut für dich. Ja gut, ich kann mit dem Sumpfkraut gegen Gold traden und Erfahrung. Aber das ist jetzt, ja, schön und gut. Hilft mir jetzt aber nichts bei der Quest mit ihm. Als ob ich nicht schon... Ja, noch was? Hey. Zack. Ja gut, handeln mit Bullshit. Geil. Na gut, nee, dann würde ich sagen, wird's Zeit, dass wir pennen und dann geht's ab zu Raven.
Wir haben das Lager gut aufgemischt, wir haben quasi keine Quests mehr hier. Die scheint irgendwie halber buggy zu sein oder wir müssen erstmal irgendwas anderes machen, was mit Raven zu tun hat. Geistige Irrwege, er kann sich nicht erinnern. Weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Vielleicht muss ich dafür ins Minental, wo damals die Sumpftypen waren. I don't know. Werden wir noch rausfinden. Jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen. Und dann auf zu Raven. Na denn. Ich hoffe, wir können da jetzt einfach so reinspazieren. Könnte mir vorstellen, dass das tendenziell eher sich schwierig gestalten wird. Was für ein Speicherstand war das? Keine Ahnung. So. 3,99 gleich 400 Speicherpunkte. So. Hey, langsam. Du kommst nicht rein, also verschwinde. Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Es ist verdammt wichtig, dass ich ihn erreiche. Nein, ist es nicht. Nur Bloodwyn hat die Erlaubnis, sich drinnen aufzuhalten. Auch Bloodwyns Kopf? Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwyn? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Kluge Entscheidung. Zugang zum Tempel. Ah ja, wer hätte ich Bloodwyns Kopf nicht, dann hätte ich jetzt in die Mine gehen müssen, mit Bloodwyn das machen, ihn töten und so weiter. Vielleicht komme ich über ihn in diesen Tempel. Eine sehr interessante Form von über ihn in den Tempel zu kommen. Aber gut. Gibt's hier auf der Seite noch irgendwas Interessantes? Wir waren hier, glaube ich, noch nicht hier oben. Weil sonst hätte der Dude uns ja nicht angequatscht. So blöd von der Seite, wie er es gemacht hat. Irgendwelche Tafeln, irgendwelchen anderen geilen Scheiß. Schaut nicht so aus. Na gut. Also dann, Raven. Nein, ich dachte, hier wären wieder die Gemächer des Penisgottes. Aber leider nicht. Hier sind nur ein paar Tote. Die Raven natürlich schon gelootet hat. Oder wahrscheinlich eher Bloodwyn. Okay. Truhe. Rüstung von Ravens Garde. Okay, da sage ich nicht nein. Rüstung von Raven's Guard ist wahrscheinlich noch mal besser als die hier. Hallo? 70-70, 50-50. Warum auch immer auch die deutlich billiger ist als die, aber gut. Ah, sind wir einer von ihnen? Geil. Da sind Zombies. Was ist denn in die andere Richtung? So, in der einen Richtung ein Dutzend, halbes Dutzend zumindest Zombies. Schauen wir mal in die andere. Okay, coole Cutscene, aber okay. Ich bin in Ravens Gemächer eingedrungen. Ich konnte gerade noch sehen, wie er hinter einer großen Tür verschwand. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich nehme an, dass die Tür zum Tempel Adanos führt. Ich muss Saturas davon berichten. Okay, schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal hier weiter. Das heißt, Adanos ist der Penisgott, oder was? Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt.
gut. Womit denn? Okay, mir fehlt ein entsprechender Gegenstand. Das ist schon mal eine wichtige Info. Das habe ich sogar ohne Satogas rausgefunden. Literally nur, weil es da stand gerade. Aber okay. Gut, dann machen wir auch die Zombies da drüben mal platt, bevor wir da mit der Info zur Satogas gehen. Weil der wird sicher nur sagen, ja, du musst einen anderen Weg finden, hier drüben im Tempel irgendwas zu machen. Entsprechend. Ja, schauen wir mal. Ah, erste kommt schon. Ravens Knecht. Ich will nicht, dass ich mit dem dann da rein... Geil. Stufen ist instant quasi kein Kriterium. Okay, die heißen Ravensknecht sind aber literally nur Zombies. Gut. Next. Liegt da jemand auf dem Altar? Oder ist es nur Blut, was auf dem Altar ist? Dass die immer so zurückweichen, geht mir am Sack. Kämpfe wie ein untoter Mann. Nicht wie ein untotes Waschweib. So. Haben wir überhaupt Schaden schon bekommen? Nee. Wie haben wir einen Lernpunkt? Ah ja, irgendwoher haben wir einen Lernpunkt. Nee, nicht beide. Irgendwoher haben wir einen Lernpunkt mal bekommen. I remember. So. Vielleicht geht's bei zweien ja doppelt so schnell. Solange mich nicht mit irgendeinem Zombiefluch infizieren oder so, ist das echt nicht so tragisch, wenn wir zwei machen. Ah. Oh, geil, es kommt sogar nur einer von denen. Nice. Okay. Und jetzt einfach nur... Jetzt ist literally einfach nur in einigermaßen meinem vernünftigen Rhythmus wehdrücken. Weil diese Zombies... Waren die in Teil 1 stärker oder erinnere ich mich falsch? Weil in Teil 1 habe ich doch nicht einfach nur auf den Zombie draufdrücken können, oder? Der war doch irgendwie anspruchsvoller in Teil 1. Wobei, den ersten Zombie in Teil 1 sind wir relativ früh begegnet in dieser einen Krypta, wo uns dann später Milton geholfen hat. Das ist dann natürlich krass im Vergleich. Spruchrolle, Tränke, nehmen wir alles. Immer gern gesehen, gibt's hier auch noch was. Trank, Lederbeutel. Alles. Laborwasserflaschen. Da gibt es einige Laborwasserflaschen. Da hinten sehe ich noch eine goldene Schale. Oder einen goldenen Teller, auch gut. Alles dasselbe. So, hier sind noch ein Trank, eine silberne Schale, noch ein Trank. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Und hier ist tatsächlich so ein Altar. Gut. Na dann würde ich sagen, auf zu Satogas. Vielleicht hat jetzt Torus oder sonst wer auch noch was zu sagen. Oder die Wache hier. Dass wir das gesehen haben. Ich frage mich, ob wir halt zufällig genau in dem Augenblick da gekommen sind, als der das gemacht hat. Oder ob der, keine Ahnung, schon die ganze Zeit da rein könnte und jetzt nur gesagt, ah, da kommt jemand, wo ich nicht möchte, dass der mich verfolgt. Ich mach die Biege. Lass mich in Ruhe. Ja. Hey, du. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst. Dann kannst du in die Mine. Ja, gut. Alles klar, na dann würde ich sagen, wir können Raven davon berichten. Ja, genau. So, da, wir haben endlich so ein bisschen Progress gemacht. Ist ja tatsächlich schon ungut lange her, dass wir das gemacht haben. In Bezug auf Raven.
Also wir wissen literally, seit wir hier sind, dass Raven irgendwo in dem Tempel hockt und seitdem gab's da nichts Neues. So. Hey. Ja. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual? Ja, das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Ich könnte mir vorstellen, Adanos möge dich schützen, dass wir diese Formel, die der eine aus der Mine uns immer wieder lustigerweise wiederholen kann, wir genauso aufsagen müssen in dem Tempel, damit das entsprechend funktioniert. Damit wir auch mit dem Geist reden können. Aber schauen wir mal. Saturas schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Saturas meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Cooler kleiner Anspieler oder wie auch immer auf Iberion in Teil 1. Der lustigerweise so gefühlt nur im ersten Drittel von Teil 1 war und trotzdem ist irgendwie so ein Name, der einem im Gedächtnis bleibt. Ach so, okay. Oh, ich will alles drei fragen. Vor allen Dingen die oberen beiden. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Okay, ich check nicht ganz genau warum, weil es halt entweiht das Teil, aber so what? Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Raven hat es ja auch geschafft. Gut. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahodrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Oh. Wie war das nochmal mit dem Kriegerfürst Quahodron? Du sollst sein Grab finden und seinen Geist mit den Worten der Totenwächter herbeirufen. Ich habe dir die Worte aufgeschrieben. Okay. Gut zu wissen. Die Macht der Totenwächter. Die Raven hat sich die Macht der Totenwächter eigen gemacht. Er hat die Kenntnis über Tempel Adanos vom Geist erlangt, ja. Myxi will, dass ich den Geist des alten Kriegerfürsten Quahodron erwecke und ihn um Rat bitte. Dazu gab er mir ein Schriftstück mit einer Zauberformel. Im Westen. Das ist das. Die Sache ist halt, im Westen genau gibt's nichts. Es ist damit einfach das links unten gemeint, das Grab.
Ich meine, wäre ganz angenehm, weil da ist literally ein Teleporter direkt 5 Meter daneben hin. Von daher wäre ganz cool. Alles klar, na dann würde ich sagen, wir haben ein Ziel und eine Aufgabe. Außerdem haben wir hier diesen Eremiten. Ist bei dir noch alles chillig? Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Achso, ja, scheiße, ich vergesse immer, dass der das meint. Ich denke immer, wir können dem irgendwelche Steintafeln geben. Also ich bin mir relativ sicher, dass es das ist, weil es würde auch gut passen, dass da ein, so ein Ding ist. Das Gute ist, ich glaube, der Weg hierhin ist ziemlich straightforward, weil wir schon alles gekillt haben. Wir gehen einfach hier rüber und sind da. Oder? Es müsste so einfach sein. Ich weiß, im Hauptspiel, also im Hauptspiel, sag ich mal, jetzt außerhalb von hier, gab es so ein, zwei Stellen, wo Dinge waren, die noch anders zu stark waren, also richtig krass zu stark waren, aber vielleicht können wir die inzwischen auch machen. Ja gut, dann sollte das hoffentlich Quahodrons Grab sein. Ich würde aber sagen, dieses Beschwören machen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play Gothic 2. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, Leute.